Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Haus Flipper. So, Dekoration kommt später. Wir haben eine sehr nüchterne Küche und hier ein schönes Kaffeetischchen. So, das Bild hier, das werden wir jetzt mit dieser übrig gebliebenen Lampe passend in Szene setzen. So. Und wir befinden uns jetzt im dunklen Rest des Hauses. So, der selbstleuchtende Kasten. Hammer, oder? Der muss weg. Ja. So, Entschuldigung. So, wir haben hier auch einen zusätzlichen Essplatz. So, ja, das ist ganz gut. So, für diesen Essplatz brauchen wir natürlich eine Lampe. Na, schauen wir, ob wir was Schönes Hängendes finden. Ansonsten würde ich hier entweder zu einem Spot oder auch zu einer Wandleuchte tendieren. So, Wandleuchte sehe ich da keine, die mir passend gefallen würde. So. Also wird's die Wandlampe, Hängelampe, so. Wobei die hängt nicht tief genug. Muss es tatsächlich eine Wandlampe? Es ist, kann man auf dem Tisch vielleicht auch eine Stehlampe, aber das ist keine Esszimmerstehlampe. Wie ist es mit so einer? Was genau ist da jetzt? Aha. So, hängen wir die mal daher. Wow. Boah. Ein UFO ist gelandet. So, passt. Das lassen wir. Das UFO ist gelandet. So. Super. So, wir widmen uns nun dem Wohnzimmer. Oder fangen wir mit dem Schlafzimmer? Nein, wir machen das Wohnzimmer. Dekoration wie üblich später. So, wir stellen üblicherweise immer so eine Eckcouch oder zwei Couch-Sachen, Sofas irgendwo hin. Ich möchte diesmal so. Ja, Polsterung weiß jetzt kaufen. So. Da ist das Fenster. Gut, die Logik gebietet, dass hier die Couch hinkommt. So. Eigentlich wollte ich. Wir haben ja noch so viele Häuser, die wir alle noch machen. So, das war das Sofa Elle. Dann nehmen wir auch noch den Sessel Elle. Den stellen wir da an die Ecke. Ecke ist gut. So. Eins wollte ich hier noch machen. Wobei, das machen wir später. Entschuldigung fürs Rumlaufen. Gut, dann brauchen wir hier einen Couchtisch. Möbel, Tische, Tischchen. So, Tisch Otto. Den merken wir uns fürs nächste Haus nämlich. Das ist gut. So quadratischer gibt es den auch in. Wie groß ist der? Wow! Ist das ein Couchtisch? So. Kaffeetisch. So, das passt. Ich stelle einfach daher. So, dann brauchen wir noch Schank und Schränkchen. So, da bin ich jetzt gespannt. Ich stelle mir das so, dass man auch Seite und oben. Ja,
Ja. Nein. 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 So. Wir probieren das mit dem anderen. Das mit den Rollen, das gefällt mir so nicht. So. Ja, ich meine, da gibt es einige, die wir da schön verwenden könnten. Aber entweder wird es Anna. Probier mal Anna in Hell. Wie sieht Anna in Hell denn aus? Schlägt sich mit dem Kaffeetisch, oder? So. Jetzt nehmen wir noch elektrische Ausrüstung. Den hängenden Fernseher können wir da nicht nehmen. So, der normale Fernseher. Wir schauen. Uff. Okay. So. Das ist hier. Super. So, dann Lautsprecher mounten. Bei so einem Fernseher. Stellen wir auch einen Lautsprecher dazu. So. Jetzt ist das von hinten etwas, naja, dürftig. So. Und deswegen sehen wir nach, ob wir einen schönen. Raumteiler noch hinkriegen. Schauen wir mal, wie hoch der ist. Naja, das geht aber. Das geht aber. So. Wir müssen natürlich schauen. So, und drauf, ich würde so gerne, dass man das stapeln kann. Stapeln kann. Ach, denn ich bin der Stapelmann. So, nein, nicht noch eins davon. Auch wenn es hübsch wäre. So. Gut. So, ich weiß, es ist vom Stil her immer etwas ganz anderes, als ich sonst mache. So sieht man aber auch schon am Vorzimmer. Ganz anders, aber. So, es ist so. So, und dann noch ihn hier. Da-da-da-da-da. So, wie sieht's aus? Ja. So, sieht aus, als würde was in die Mitte gehören. Und da in die Mitte passt da noch eine von diesen großen Pflanzen her? Schauen wir mal. Welche ist größer, die oder die? Hm. So, was mit. Ja, mit die nehmen wir gleich so, wie sie ist. So. Ich liebe Blumen, das ist gut. So. Mini. Ich kaufe viele. So, wenn ich mich genau hier herstelle, genau hier. So, und auf der anderen Seite, genau hier herstelle. So. Und dann versuche, genau in der Mitte. Dann wäre das super. Ja, das UFO, das gelandet ist, ist etwas heftig. Wenn ich es wegnehme, das UFO. Mal daher gebe. Was ist eigentlich, wenn ich das UFO. Ja, ich weiß, das löst das Esstischproblem noch nicht, aber hier ins Wohnzimmer. Ja, das UFO ist gelandet. Jetzt ist es wirklich gelandet. Wahnsinn, wieso das so strahlen muss. Ich meine, jede müssen ihr Lichtschwert so selber zusammenbauen. Da gibt's das zu kaufen. Doch da. Super. So, spontan brauchen wir hier auch kein Licht mehr, weil das UFO ist weg. So, passt. Super.
Ja, ist eigentlich in Ordnung. So, wir suchen noch einen schönen Teppich für das Wohneckerl. So, Teppich. Und Teppich für das Wohneckerl. Die Couch ist leicht, ganz, ganz leicht beige. Okay. Ja, und danke für den Hinweis. Ich weiß und ich werde auch noch ein modernes Haus probieren. Das ist schon einiges moderner als bisher. So, bisher. So, mit dem fahren wir jetzt noch so ein wenig so und na. So, besser. So, gut. So, das heißt, wenn ich hier hereinkomme, stehe ich genau zwischen Essbereich Wohnzimmer, Café, Eckerl und Küche. Super. Oh, strahlend weiß, gut. Dann benötigen wir jetzt Fenster, Vorhänge. Wir brauchen Vorhänge. Nein, no, könnte man nehmen. Könnten wir? Schauen wir mal. Ja, da geht's eigentlich. In dem Zimmer geht's. So, montieren. Vorhangstange dran. Schräubchen, Schräubchen. Ein ins Mäuerchen. So, dran den und drin sind wir. So, dann noch jetzt kaufen. So, da montieren. Ja, die Stange dran. Schräubchen, Schräubchen. Und aus. Ach so. Ja, Vorhang auch noch dranhängen. Super. So. Das UFO Hammer. So, dann werden wir uns jetzt noch bemühen, am Essplatz ein schönes Bild zu finden. Da, 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 da. Fotos und Bilder. So. Und zwar brauchen wir da ein Bild, das wirklich beeindruckend ist, beziehungsweise zum Essplatz passt. Hell. Also mit dem Bach im Wald. Ja, genau. So. Nicht, dass ich dann wieder verkehrt rum aufhängen. So, Bach im Wald, super. Hab gerade was Böses überlegt, aber das machen wir nicht so. Ist das Mitte? Ich sehe es leider von hier aus nicht gut. Aber von hier aus sehe ich es besser. So. Ja, ungefähr. Also, Bach im Wald. Und wenn man hier sitzt, Blumen. Ich meine, die Blumen sind natürlich, kann man sagen, ja. Muss das sein? Ich hätte gerne so einen Raumteiler gehabt. So, aber kriege ich nicht. So, da kommt eine Blume hin. So, jetzt suchen wir Sonstiges für den Tisch. Es geht uns einmal nur um den Tisch. So, da kommt die grüne Vase her. Na. So. Dann. Ja, klar. Viel ist gut, zwei Stück reichen. So, damit ich mich da jetzt richtig. So. Und super. So, dann kommt nach der Gabel. Oh ja, eine Uhr müssen wir ja auch noch anbringen. So, die zartrosa Kerze, die passt hier überhaupt nicht her. Blau auch nicht. Also wenn, wobei das ja fraglich ist, ob das überhaupt sein muss. Und es muss nicht sein.
Man kann hier Sachen reinstellen. So. Ja, zwei. Das Messer ist halt etwas groß. Etwas. Aber ist okay. Gibt großes Steak. So, super. So, sonstiges. Nochmal kurz durchscrollen. Scrollen. Scrollen. Schneidbrett, wieso hat das eigentlich so eine Ausbuchtung da oben? Wieso? Das Messer liegt automatisch drauf und die Gabel liegt automatisch drunter. Okay. Gut. Da kann man es drunter schieben und den Blumentopf nicht. Gut, macht nichts. So. Schneidbrett, die Uhr, die kommt noch. Die Uhr kommt noch. Gut, dann war's das vorerst einmal, denke ich. So. Überlegen wir gerade, ob wir diese Vasen da als. Nein, geht gar nicht. So. So. So, passt doch auch schon. So, ein Miniteppich? Nein. Dann kommen wir zum Moment. Oh, Folgenende, Folgenende. Entschuldigung, Entschuldigung. So. Ja, dann sage ich mal danke fürs Dabeisein und ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.